Hallo und herzlich willkommen zurück bei OMSI 2. Ja, das letzte Video ist ja schon ein bisschen länger her. Ich bitte das zu entschuldigen, aber ich war jetzt die letzten Wochen ja ziemlich oft mit der Schule beschäftigt. Da war einiges los, Klausuren und so weiter und so fort. Deshalb hatte ich nicht so wirklich die Zeit, Videos zu machen. Ich musste einfach Prioritäten setzen. Denn für mich ist ganz klar Schule an erster Stelle. Also ihr müsst das entschuldigen. Jetzt kommen wieder regelmäßig Videos für euch. Ich muss mal schauen, wie ich das mache. Ich habe ja jetzt im Moment Ferien. Und mal gucken, inwiefern ich da vorproduzieren kann. Wir befinden uns wieder auf der Karte Gladbeck. Und diesmal wird es nicht so eine chaotische Fahrt wie letztes Mal. Das bitte ich nur mal zu entschuldigen, aber ich wusste einfach nicht mehr wohin. Ey, das war so frustig einfach nur. Aber heute läuft das alles, denn in der letzten Folge habe ich Kommentare bekommen. Und jetzt weiß ich, was das Problem war. Ich möchte hier dem Kevin Nitschmann danken, der mir das Kommentar unten in die, ja, in die Kommentare geschrieben hat, dass ich noch die alte Hofdatei von der 4.0er. Nee, 3.0, ich weiß es nicht mehr, welche Version von Gladbeck, auf jeden Fall eine alte Hofdatei drin hatte. Und jetzt habe ich nochmal geguckt, es war tatsächlich die alte. Und jetzt habe ich auch die neue Hofdatei drin. Ich bin vor ein paar Tagen schon mal um sie wieder gefahren. Da hat alles wieder funktioniert in Gladbeck. Und ja, danke an dich, Kevin. Und jetzt geht's auch los. Ich denke, wir fahren heute nochmal die 255. Na? Von Oberhof, wo wir uns gerade befinden, nach Rathaus, Buhr über Scholven. So, dann gehen wir mal rein und schmeißen die Kiste an. Ich hoffe, das passt jetzt alles so vom Ton her. Natürlich wieder alles mit Lenkrad hier. Heizung drehen wir natürlich so. Na. Bisschen auf, Standheizung. Ah, Kollege! Irgendwie ruckelt das so ein bisschen, ne? So, dann machen wir das Standlicht an. Hinten im Fahrgastraum machen wir die Beleuchtung. Hallo. Was ist hier jetzt? Machen wir natürlich auch an. So, okay. Was war das noch gleich? Muss ich mal kurz testen. Ja, das sollte alles passen. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier so. Ja, Bremsdruck haben wir aufgebaut. Denke ich. So, das ist Notaus. Das braucht man natürlich nicht. Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit, aber ich denke, ich fahre erstmal zu unserer Anfangshaltestelle, bevor wir dann endgültig losfahren. So, jetzt bin ich natürlich schon ewig kein OMSI mehr gefahren und ich habe keinen Plan, ob ich hier noch unfallfrei durchkomme. Ich denke aber eher nicht, dass ich unfallfrei durchkomme. So, Oberhof, das ist hier so eine Art Busbahnhof. Mal gucken, wie wir das hier hinkriegen, wo unsere Anfangshaltestelle ist. Ich muss auch gleich noch das IBIS programmieren. Ich habe jetzt erstmal nur über die Alt-Taste beschildert. Und es ruckelt. Weißt du, da habe ich schon sowas von eine geile Grafikkarte in meinem Rechner drin und dann kannst du machen, was du willst. Das Spiel ist unspielbar. Da kannst, das ist echt. So, ich glaube, da vorne stehen die Kollegen. 255, das ist unsere Haltestelle. Hier müssen wir halten. So, jetzt machen wir aber erstmal hier, programmieren wir das IBIS. Wir fahren die 255 Richtung Buhr Rathaus 255001, alles klar. Liniekurs 255000, scheiße. 25500, so, Route 1, Gelsenkirchen, Buhr Rathaus.
255, Gelsenkirchen-Buhr-Rathaus, Überscholven. Das müsste doch alles so passen. Jetzt stellen wir die Uhr. Ich mache mal hier eben noch die Anzeigen an. Wir fahren los um 34. Das heißt, ich stelle mal die Uhr vor, weil man hier auch sich relativ einfach verspäten kann. Stellen wir mal auf 30. So, und dann lassen wir die Person mal einsteigen. Guten Tag. Guten Tag. Schönen guten Tag. Hallo. Hallo, Omi. Einen Fahrschein. Einen Fahrschein. So, bitteschön. Ach, wunderbar. Das funktioniert doch schon mal. Fahrscheinverkauf habe ich natürlich angestellt. Und jetzt wollen wir weiterfahren, hören uns aber erstmal die nächste Haltestelle an. Nächste Haltestelle. Ostbahnhof. So ist es. Alles klar, jetzt müssen wir nur hier irgendwie sauber uns von Oberhof verabschieden. Nicht, dass wir hier noch nachher mit so einem Unfall rausgehen. Das wäre ja auch ein bisschen peinlich. So, wir müssen links rum. Kommt keiner? Wunderbar. Und wieder links. So, wir haben gerade rot bekommen. So, Ampel habe ich im Blick. Die FPS-Zahl ist natürlich wieder nicht so schön, aber man kennt das ja. OMSI 2 halt, ne? Ja, Sittingen fehlt mir ehrlich gesagt immer noch so ein bisschen, weil Sittingen bin ich wirklich sehr gerne gefahren. Das war wirklich einer meiner Lieblingskarten bis jetzt. Gut, jetzt mit Gladbeck haben wir natürlich wieder einige Linien zu fahren. Und dann werden wir mal schauen, ob das so hinhaut. Ich meine, die Route von dem 255er, den kennt er ja jetzt schon. Den Route, ne? Die Route kennt er ja jetzt, ne? Weil die sind wir ja im Grunde letztes Mal schon gefahren, nur da mit dem blöden... der blöden Sache halt, dass wir die Fahrgäste nicht einsteigen lassen konnten, weil die falsche Hofdatei drin war. Ist natürlich immer so ein bisschen schade. So, wir haben hier eine ewig lange Rotphase. So, der Bernd, der steht da hinten. So, hier haben wir natürlich in Gladbeck in dieser neuesten Version Kinder und Omis mit dabei. Das ist natürlich auch ganz schön. Hat man mal wieder ein bisschen Abwechslung. Manfred habe ich aber auch schon gesehen. Ja. Ja, jetzt über die Osterfeiertage bin ich erstmal weg. Deshalb werde ich versuchen, hier erstmal so ein bisschen vorzuproduzieren. Wir haben ja heute Donnerstag, es ist quasi heute, grünen Donnerstag, genau. Dann werde ich mal schauen, inwiefern ich da hochlade. Also Karfreitag ist ja dann erstmal nicht, ne? Weil Karfreitag ist ja und so weiter und so fort, da lädt man ja nicht hoch. Also kann man schon, aber ich denke, ich fange dann erstmal wann anders an, wann später hochzuladen, dass ich da jetzt auch erstmal die ganzen Folgen rendern tue, nicht? So, kommen wir hier rum, unfallfrei. Sieht gut aus. Ja, Bordstein, scheiß doch drauf. Wir haben auf jeden Fall erstmal keinen Unfall gebaut und dann ist die Hauptsache. So, Gladbeck Bahnhof Ost, sagt er hier im Ibis. Upsala, ein bisschen zu schnell. So schnell wollen wir dann noch nicht fahren. So, das heißt, wir müssen gleich im Kreisel irgendwo rum. Und zwar links rum. Alle Linien außer die 255, die fährt halt links. Also die dritte im Kreisel. Der macht mir Platz, das finde ich sehr nett. Oh, was ist denn bei dir verkehrt? Das ist ein Kreisverkehr. Upsa, falsche Taste.
Es ist doch echt nicht die Möglichkeit. Dann hält der da mitten im Kreisverkehr an, ey. Oh, nee, komm. Jetzt steht hier der 255er mitten im Weg. Ja, komm, scheiß drauf, fahren wir nochmal über den Bordstein. Aber wir haben jetzt schon wieder Verspätung. Gladbeck ist echt dafür prädestiniert, dass man dauernd zu spät kommt. Da kannst du rasen. Hier gibt es einfach so viele Ampeln und unnötige Kreisverkehre. Da kannst du einfach nur zu spät kommen. So, da hinten haben wir unser nächstes Ziel. Mit leichter Verspätung. Die hält sich aber in Grenzen. Oh, 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 da wollen sie rein. Ah! Die Oma, ey. Hallo. Grüß dich, Bernd. Hallo. Guten Tag. Ein normaler Fahrschein. Ein normaler Fahrschein. Bitte schön, Manfred. Hallo. 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 So, das war's. Wunderbar. Und weiter geht's. Erlenstraße. So ist es. Die Erlenstraße fahren wir jetzt an. Das müsste die hier sein, ne? Ja, guck, da kommt die Oma wieder ran. Hallo. Hallo. Einmal normal, bitte. Du willst auch wieder hier so ein... Dankeschön. Bitteschön. Die Omi möchte keinen. Schade aber auch. So. Nächste Haltestelle. Wir müssen einmal hier rein. Martin-Luther-Forum Ruhr. Zum Martin-Luther-Forum Ruhr, sagt der Kollege. Mal sehen, was uns da erwarten tut. So. Bin mal gespannt, wie viele Folgen da am Ende wieder rausspringen. Ich bin dann auch mal gespannt, ob ich da raus dann 15 oder halt 20 Minuten Parts mache. Das kommt aber auch ganz auf die Folgenlänge an. Ich sag mal, wenn es jetzt eine Stunde ist, die ich hier aufgenommen habe, haben sollte, dann werde ich sicherlich 20 Minuten Parts aufteilen, aber wenn es jetzt nur 45 Minuten oder was weiß ich weniger sind, dann muss ich mal gucken, dass wir so um die 12 Minuten so rum. Es kommt halt auf die Folgenlänge an. Also auf die Aufnahmesession. Die Folgenlänge hängt von der Aufnahmesession-Länge zusammen. So, jetzt haben wir den nächsten Halt verpasst. Das ist nämlich die Regenbogenschule. Ne, will keiner. Dann lassen wir die doch aus und fahren direkt weiter. Sonne blendet so ein bisschen. Ich tue gleich mal das Rollo runter. Geradeaus müssen wir uns hier vorbeischlängeln, weil das ist die Linksabbiegerspur. Und das ist das Loch, was ich in der letzten Folge schon angesprochen habe. Das muss eigentlich nicht sein, dass man da einfach so aufhört zu bauen. Da könnte man doch dann wenigstens noch irgendwie etwas geschickter irgendwelche Objekte platzieren, oder? Also, ich meine, es ist bestimmt eine Riesenarbeit, so eine Map zu konstruieren, zu bauen, mit den ganzen Objekten, die da platziert werden müssen und programmieren und weiß der Geier nicht was. Aber da, das könnte man doch so ein bisschen intelligenter lösen, meint ihr nicht? Ich hab mal eben die Heizung noch ein bisschen runtergestellt, weil jetzt haben wir schon 21 Grad im Bus. Heizt ordentlich ein hier, der Citaro, mit dem ich mal wieder fahre. Mein absoluter Lieblingsbus hier, der Citaro. Ich war jetzt einfach zu faul, noch die anderen Hofdateien in andere Busse zu packen. Sonst wäre ich definitiv mit einem anderen Bus gefahren. Aber fahren wir halt noch mal ein bisschen mit dem Citaro. So, hier ist die Konrad-Adenauer-Allee, die wir auch wieder auslassen können, weil keiner rein und keiner raus will.